Hallo ihr Lieben, bei mir sind wieder ein paar Kerzen eingezogen und diesmal ist es kein größerer Haul, kein Unpacking, was ich mir bestellt habe, sondern es sind eher so viele einzelne Momente, wo hier etwas dazugekommen ist. Und ja, deswegen möchte ich jetzt euch einfach der Reihenfolge nach zeigen, was sich in den letzten ein, zwei Monaten bei mir ereignet hat. Es sind viele tolle und spannende Düfte dabei. Auch ein paar, die ich nicht brauche, aber ich sag gleich was dazu. Und ein paar mega Überraschungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. So, zuerst fange ich mal an mit zwei Düften, zwei Motivkerzen. Ja, ich sag gleich noch was dazu. Das eine ist White Chocolate Bunny. Ah, das Licht. Das ist Mist. So, das ist White Chocolate Bunny. Ich muss jetzt ein bisschen mit der Kamera mehren, weil die Sonne bewegt sich nach und ist eine längere Geschichte. Ich genieße es sehr, dass die Sonne scheint, aber zum Drehen ist meine Wohnung manchmal eine Katastrophe. So, die niedlichen Hasen. Und ich glaube, in meinem letzten Unpacking hatte ich euch das schon gezeigt. Das hatte ich mir mal auf gut Glück für 23 Euro bei Amazon bestellt. Und jetzt habe ich es als Motivkerze. Habe ich mir aber nicht wegen dieser gekauft, sondern wegen Sweet Candies. Als ich mir damals dieses Glas gekauft habe, bin ich auch auf Sweet Candies gestoßen. Und da dachte ich mir aber, der Geruch ist sicherlich was für mich, aber dieser hier klang sehr zuckersüß. Und gibst du wirklich so viel Geld aus? Also die gibt es leider nicht als Tarte. Gibst du wirklich so viel Geld aus auf gut Glück für einen großen Hauswarmer? Und da habe ich bei Darlinka gesehen, dass sie diese angetestet hat. Und zwar in so einer Geschenkpackung waren die drei drin und so ein kleines Gläschen. Und es ist so ein bisschen eine Osteredition gewesen. Und der dritte Duft ist Vanilla Cupcake, mit dem ich leider nichts anfangen kann. Aber ich kenne jemanden, der steht auf Vanilledüfte und dementsprechend ist der weiter gewandert. Auch dieses kleine Glaseimerchen. Und da kann die Person dann das gleich dort reintun, die Motivkerze, und anduften. Und dadurch ist es mir gelungen, dass ich Sweet Candies sozusagen mal anduften konnte. Und ich kann sagen, ja, gefällt mir. So, erstmal zu White Chocolate Bunny. Der riecht so, wie man sich das vorstellen kann. Milchig, nach Schokolade, nach Vanille. Ist ein wunderbarer Duft, gefällt mir auch als Hauswarmer. Und dieser hier, der riecht tatsächlich sehr süß, der riecht ein bisschen fruchtig. Tatsächlich wie so ein Lolli, ne? Also wenn man sich ja diese Süßigkeiten anguckt, so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Und ich habe ihn jetzt aber noch nicht warm angehabt, ne? Ich habe jetzt mit den Kerzen gewartet, bis auf eine, ich sag was dazu. Ich habe mit den Kerzen gewartet, damit ich sie euch zeigen kann. Und bin ich schon sehr gespannt, wie der dann warm duftet und ob da vielleicht noch das Glas bei mir einzieht. Dann habe ich zwei Kerzen geschenkt bekommen, die ich auch schon kenne, zwei Düfte. Das ist zum einen Spiced Orange und dann hätten wir hier Black Coconut. Meine Leseratte war nämlich zu Besuch und sie hat hier bei Hugendube entdeckt. Die Düfte gab es für 1 Euro und da hat sie mitgenommen. Spiced Orange war bei mir schon mal an im November, glaube ich. Ist auch ein sehr passender Herbst-Winter-Duft. Genau, weil der riecht so ein bisschen nach Orange, der riecht nach Wintergewürzen, ja, nach Ginger, Ginger ist Ingwer, nach Ingwer, hauptsächlich Ingwer und Orange, ist wirklich ein sehr schöner Duft und der darf bei mir auch warten, bis es dann wieder Herbst ist. So, und Black Coconut, den habe ich auch schon, der ist jetzt auch gerade in diesem Raum, weil ich da noch ein halbes Tarte hatte. Und die Nettie hat ja immer gesagt, so, das ist so ein bisschen die männliche Kokosnuss und das stimmt auch. Also wir haben hier den Kokosduft und ich habe nochmal auf der Internetseite geschaut, dort stand Zedernholz. Also ich muss sagen, Zedernholz rieche ich so nicht raus. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen vanillig, wo man sich denkt, okay, Kokosnuss, Vanille hat noch nichts mit Männern zu tun. Das ist dann vielleicht das Zedernholz, ne? Ich riech's bloß nicht. Aber es ist halt auch so ein bisschen rauchig. Und auch wenn man den warm riecht, es ist wirklich so ein bisschen rauchig, männlicher Duft,
mit einer Kokosnuss und noch einer Vanillenote. Also ich finde den sehr interessant. Ist nicht mein Lieblingsduft. Werde ich mir kein großes Glas kaufen, ist aber jetzt für so sonnige Momente und der Sommer kommt ja auch bald, ist ein schöner Duft, mit dem man mal ein bisschen rumduften kann. Jeden Tag brauche ich den nicht, aber ist wirklich sehr angenehm. So, und dann war mein Schatz in der Stadt. Eigentlich wollte er nur zum Markt und irgendwie ist er bei Thalia reingeschnuppert und hat sozusagen die neuen Sommerdüfte vor mir schon mal in der Hand gehabt, wobei, das habe ich schon im Frühling gemerkt, Thalia hat immer nur 2 von 4 Düften irgendwie. Und er hat deswegen sich in ein Glas verliebt, beziehungsweise in einen Duft, und zwar Warm Desert Wind. Und da kam ich dann nach Hause und da hatte er ihn nämlich auch schon mal angezündet. Wir hatten mittlerweile jetzt mehrmals an. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil dieses kleine Glas, dieses Mini, ist die kleinste Größe, kostet glaube ich 11 Euro, ist ein wahnsinniger Preis. Aber er hat auch gesagt, naja, vielleicht gefällt er ihm dann warm nicht und dann wollte er dann halt auch nicht 30 Euro ausgeben, ist klar. Und warum er kein Tart mitgenommen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er sagte, ja, das Glas war so niedlich. Mein Freund ist manchmal auch ein bisschen süß, ne? So, und deswegen durfte er bei uns auch schon anduften. Und als ich habe mehrere Videos gesehen von Patty, von Darlinka. Und ich dachte mir jedes Mal, der Duft wird nichts für mich. Ne? Misty Mountains auch, dachte ich mir, das wird nichts. Und ich hatte mich hauptsächlich interessiert für Tropical Jungle und für dieser Coconut Splash. Ja, und die anderen zwei hatte ich eigentlich völlig gestrichen. Und da war der hier dann so an. Und ich dachte mir, oh, ja, soll drin sein, ich gucke, wartet, ich lese es euch vor, ich lese euch das mal vor. Ein Duft von weitem Land mit einem Hauch von rauchiger Vanille und Patchouli. Kopfnote Ozonbaumwolle, Herznote Vanille Weihrauch, Basisnote Patchouli. So, ich habe es euch deswegen mal vorgelesen, weil ich rieche manche Dinge nicht raus. Ich frage mich manchmal, was Paddy da immer so für Sachen rausriecht. Ja, vielleicht habe ich nicht so ein gutes Näschen. Was ich aber wahrgenommen habe, er ist rauchig. Ich denke, das ist die Patchouli-Weihrauch-Sache. Ne? Er ist sehr schön rauchig und manche würden vielleicht auch sagen parfümig. Ich sage diesmal nicht parfümig, weil sonst würde es mich vielleicht stören. Also die meisten Parfümdüfte nerven mich. Und was ich aber wahrnehme, ist auch so ein bisschen, es ist ein bisschen vanillig. Es ist auch vielleicht so ein bisschen Zitronenabrieb. Ja, also es riecht ein bisschen süß, es riecht ein bisschen sauer, es riecht rauchig. Nee, also Vanille ist ja nicht süß, aber es riecht auch ein bisschen süß. Ja, so auch ein bisschen wie Zuckerwatte, ne? Also so ein bisschen wie eine rauchige Vanille-Zuckerwatte. Besser kann ich es nicht beschreiben, aber wir hatten den Duft, ich glaube, 3-mal an und ich musste auch jedes Mal meine Nase auch so ein bisschen noch ranhalten und sagen, Mensch, der ist richtig gut, ne? Und wir sind uns auch relativ sicher, dass er auch noch das große Glas bei uns einziehen wird. Es ist dann auch noch ein Tart. Ich sag gleich was dazu. Ich wollte da rein. So. Hat mein Mann erstmal diesen Duft gekauft. Dann waren wir ein paar Tage später auf Einkaufsbummel und dann sind wir im Thalia vorbeigegangen und haben dort nochmal geschaut, weil ich halt auch wissen wollte, welche Sommerdüfte haben sie denn noch, weil ich die ja noch nicht kannte. Und da ist diesmal auch eingezogen ein Tart. Bin ich auch dann gespannt, weil hier, also der Duft breitet sich durchaus aus, aber ich glaube, nur in der Votivkerze ist er noch schwächer. Ne? Je größer das Glas, desto mehr hat man ja dann sozusagen Pool. Und ich denke, in der Duftlampe wird sich das Ganze noch ein bisschen intensiver verbreiten. Freue ich mich schon drauf. Und dann hatten sie nur noch einen zweiten Duft, nämlich Tropical Jungle. Hatten sie noch von der LE. Und da habe ich dann dran gerochen und dachte mir, ich war ein bisschen unsicher, weil ich glaube, Patty sagte, der ist richtig, das ist eine richtige Fruchtbombe, der ist richtig dolle intensiv. Und da dachte ich mir, oh, richtig dolle intensiv, das ist ja nicht so meins. Aber der riecht wirklich, hier ist, glaube ich, das ist die Drachenfrucht, bilde ich mir ein. Und er hat ja auch diese Drachenfruchtfarbe, aber ich denke, hier ist wirklich alles Mögliche drin. Hier ist Ananas drin, hier ist Mango drin, hier sind Mandarinen drin. Und
ja, ist ein wirklich schöner Cocktail. Und weil der mir so gut gefallen hat, habe ich zum ersten Mal auch noch diese Schätzchen mitgenommen. Und ich habe ab und zu mal gehört, naja, die Teelichter, die duften nicht so stark. Und aber manche haben trotzdem ständig Duftlichter, Teelichter. Und ich dachte mir, du nimmst dir jetzt einmal Teelichter mit. Und weil ich halt schon vermutet hatte, dass sie nicht so stark sind, hier sind, wartet mal, 2, 4, 4 mal 3, hier sind 12 Stück drin. Und ich hatte erst 2 an und dann dachte ich mir, und dann habe ich 4 angemacht und 4 beduften tatsächlich mein Arbeitszimmer. Ne? Also würde ich auch sagen, kaufe ich nicht wieder. Ich habe es jetzt mal ausprobiert, wie das mit diesen Teelichtern ist. Sind mir zu schwach. Wobei ich in meinen Duftlampen auch immer nur ein Drittel vom Tart habe. Ne? Also ich bin schon jemand, der sowieso nicht ein halbes oder ein ganzes Tart in eine Duftlampe tut, weil ich eigentlich schon empfindlich bin, was Düfte angeht. Aber das kommt leider nicht allzu gut raus. So, musste ich auch mal ausprobieren. Und da habe ich noch 2 andere Düfte mitgenommen bei Sommer und so. Und zwar Mango Peach Salsa hatten sie da. Und der riecht... Der riecht wie ein Mango-Püree, eine Mango-Marmelade, ein Mango-Smoothie. Super, super fruchtig, super passend zu dem Sommer. Und dann noch einen zweiten Duft. Den hat mein Freund, glaube ich, auch noch bei sich zu Hause in der Wohnung, nämlich Lemongrass Ginger. Ginger mag ich ja sowieso immer mal, ne? Also Ingwer und auch dieser Lemongrass-Geruch. Ah, es ist richtig schön frisch, ne? So ein bisschen würzig durch die Ingwerwurzel. Und halt auch zitronig. Und wir haben letztens auf dem Naturmarkt erstmal wieder eine Seife gekauft. Mag ich von Lush auch immer sehr, diese Seifen, die so zitronig sind. Ne? Und da ist meistens auch Zitronengras dran. Ist ein sehr schöner, frischer, sommerlicher Geruch, der definitiv ins Bad kommt. So, und dann wollte ich natürlich auch die anderen Düfte der Sommer-LE ausprobieren. Und hatte mir dann bestellt so ein Geschenkset. Und zwar hatte ich das, glaube ich, noch bestellt, bevor wir bei Thalia waren. Also als ich es bestellt habe, hatte ich nur dieses kleine Glas von Warm Desert Wind. Und ich dachte mir, gut, du musst jetzt mal Tropical Jungle ausprobieren. Du musst Coconut Splash ausprobieren und Misty Mountains. Und wollte aber deswegen nicht schon wieder eine Großbestellung bei Duft und Raum machen. Und da hatte ich geguckt, ich glaube auch bei Darlinke hatte ich das gesehen, so eine Geschenkbox. Und da sind die vier Sommerdüfte und halt noch 4 andere. Und ich glaube, über die Packung bin ich vorher schon mal gestoßen. Und die 4 anderen Düfte, die hier drin sind, die brauchte ich aber nicht unbedingt. Aber mein Freund und ich haben dann geguckt und wir haben ein bisschen philosophiert und da habe ich ihm dann auch gesagt, welche anderen Düfte da so drin sind, hat er gesagt, oh, vielleicht ist es was für mich, ne? Wir haben es bestellt. So, ich zeige euch erstmal die neuen Sommerdüfte und dann reden wir nochmal über die anderen 4. So, der erste, Tropical Jungle, haben wir jetzt schon drüber geredet. Wirklich ein schöner, fruchtiger Duft. Ich hatte ihn allerdings noch nicht in der Duftlampe an. Ne? Also mal gucken, wie sich der entwickelt. Ich probiere erstmal vorsichtig, auch ein Viertel Tart. Und falls der doch schwächer ist, als ich vermute, kann ich immer noch ein halbes Tart reintun. So, und dann eine Überraschung. Der Coconut Splash, den ich ja noch nicht kannte. Und bei dem muss ich sagen, der hat mich schon beim ersten Duften und jetzt auch beim zweiten Mal, der enttäuscht mich ein bisschen. Er riecht nur ganz schwach nach Kokosnuss und sehr stark nach Seife. Ja, muss ich sagen, überzeugt mich vom Duften her erstmal nicht. Und bei dem würde ich fast sagen, so schwach wie die Kokosnuss ist, dass man hier vielleicht tatsächlich mal ein halbes Tart in die Duftlampe macht. Und da er sehr seifig ist, würde ich den auch im Bad ausprobieren. Ne? Wobei mein Freund ein sehr großer Fan von Seifendüften ist. Ich eher nicht so, ne? Aber man kann sich ja da einigen. So, ebenfalls bereits bekannt, Warm Desert Wind. Der ist wirklich 1A. Also hätte ich nicht gedacht. Aber was den Patchouli-Duft angeht, da habe ich ja auch Witch's Brew aus der Halloween-Edition. Und der hatte mich damals schon überzeugt, den hatte ich als Votivkerze. Und ich habe immer noch auf Lager ein Tart. Und mit Patchouli komme ich gut klar.
Und ich glaube fast, die Hauptnote ist Patchouli. Ja, und dann halt noch ein bisschen süß, wobei das hier ist weniger süß als das. Das hier riecht ein bisschen männlicher. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Duft. So, und dann meine Überraschung, Misty Mountains, von dem Paddy meinte, das wird mein neuer Lieblingsduft. Und als ich so ihre Beschreibung gehört habe, dachte ich mir, der kommt mir nicht ins Haus. Lese ich euch mal auch noch die Beschreibung vor. Wie ein endloser Blick auf bewaldete Berge, die von kühlem, stillem Nebel eingehüllt sind. Kopfnote: Kiefergrüne Minze, ist was für meinen Freund. Herznote: Lavendel, Basisnote: Patchouli und Zedernholz. So, und ich habe befürchtet, dass der vielleicht wieder so stark parfümiert ist wie Crackling Wood oder wie noch einige andere. Und ich muss sagen, es geht. Na, also für den bin ich nicht Feuer und Flamme. Mein Freund will schon wieder ein Glas, wo ich gesagt habe, ey, wir zünden das Ding erstmal an und dann sieh zu. Auch hier rieche ich das Holz so nicht raus. Es gibt ja so diese Tannenbaum, diese Weihnachtsdüfte. Da rieche ich das Holz. Hier rieche ich weniger Holz, sondern mehr Parfüm. Na, also für mich ist das eher ein Parfümduft. Wobei ich halt mir nicht sicher bin, woran es liegt. Ich rieche auch nicht die grüne Minze. Lavendel vielleicht ein bisschen. Ja, ich weiß manchmal nicht, was mit meiner Nase nicht stimmt. Ja, ist auf jeden Fall auch eine wunderschöne Duftfarbe. Meine Paddys Faszination, ne, teile ich nicht immer, aber es hat ja jeder einen anderen Duftgeschmack und das ist auch okay. Und ich bin dann erstmal gespannt, wie er warm wird. Ja. Und naja, wenn mein Freund dann absolut dafür schwärmt, dann kriegt er das Glas vielleicht zum Geburtstag. So, und dann noch die anderen vier Düfte, die ich persönlich schon kannte. Das eine ist der Black Coconut. Den hatte ich ja, wie gesagt, letztes Jahr, ich glaube, im Spätsommer schon mal an. Und den kennt aber mein Freund noch nicht. Ne? Deswegen habe ich gesagt, gut, er ist halt nicht schlecht. Habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt. Und der ist bestimmt auch was für ihn. Den kann man ruhig noch mal im Haus haben. Ebenfalls ein Duft, den wir aber schon als Glas haben, Vanilla Lime. Der gefällt uns manchmal gefällt er uns nicht. Da sage ich bald was dazu. Das Glas, im Glas ist auch nur noch so viel drin. Der riecht wirklich nach Limette mit ganz viel Zucker. Also, ja, kann man sich vielleicht vorstellen, wie so eine Limetten-Sahne-Creme mit einer extrem hohen Zuckernote. Und ja, manchmal ist er sehr angenehm. Jetzt finde ich ihn gerade schön frisch und ein bisschen süß. Aber letztens hatten wir das Glas im Bad an und da haben wir das Bad gelüftet und saßen draußen auf dem Balkon und dachten uns, was riecht denn hier so eklig? Ja, also manchmal kommt er gut und manchmal nicht. Deswegen, ja, der Tart ist schon in Ordnung, aber wenn das Glas alle ist, ein Glas zieht nicht nochmal bei uns ein. So, ein Duft, den ich auch schon als Tart habe, ich glaube, da hatte ich auch schon mal was an, ein oder zweimal Sunset Breeze. Ein schöner Sommerduft. Dort hat man auch ein bisschen Mango und ich glaube ein bisschen Passionsfrucht vielleicht und ein bisschen was Frisches. Ich kann ja mal für euch gucken. So die Beschreibung von Sunset Breeze. Machen Sie einen Abendspaziergang am Strand mit Düften tropischer Früchte, die sich in der Brise wie die Brandung hin und her bewegen. Es gibt leider keine genaue Duftbeschreibung, was alles drin ist. Tropische Düfte gehe ich mit. Es ist allerdings auch ein bisschen was Breeziges, ne? Also es ist auch ein bisschen was Frisches. Und ich denke, das ist definitiv ein Duft, der in jeden Raum kann. Auf den freue ich mich mit am meisten. Und dann ein Duft, den ich mal anhatte und den ich, als wir dann, glaube ich, ein bisschen was hin und her getauscht hatten, habe ich das halbe oder das dreiviertel Tart abgegeben, nämlich Viva Havana. Das ist nichts für mich. Der ist zwar auch schön rauchig, ein bisschen rauchig, ein bisschen vanillig, aber auch ein bisschen parfümig. Und als mein Freund den gerochen hat, da hat er sofort noch nach Black Coconut gegriffen, weil die sind vom rauchigen Anteil ähnlich.
Ja. Die sind beide ein bisschen männlich und haben wirklich wie so eine Weihrauch-Unternote. Und ich glaube, aber hier ist Tonkabohne mit drin, bilde ich mal ein. Ich guck mal für euch. Wenn ich ja schon mal meinen Rechner mit habe, weil ich wohl noch andere Videos gedreht habe. So, wenn ich hier schon mal meinen Rechner habe. Eine raffinierte Mischung aus Sandelholz, Gewürzen und Vanille, die ihre Sehnsucht nach dem alten Havanna wecken wird. So, steht auch nichts Genaueres drin. Ich bilde mir ein, irgendwas mit Tonkabohne war noch mit drin, ne? Also man hat auf jeden Fall diesen Vanilleduft. Ist eigentlich ärgerlich. Bei manchen Düften hat man irgendwie so eine Beschreibung, was da alles für Duftnoten drin sind. Ja, kann ich auch nur sagen. Ein bisschen vanillig, ein bisschen rauchig, aber halt auch ein bisschen parfümig, was dann ein bisschen weniger in meine Richtung geht. Aber ich wusste schon, dass der meinem Freund gefällt und als er dran geduftet hat, hat er auch gesagt, jo, war mir klar. Ne? Deswegen haben wir uns dann im Endeffekt auch für diese Geschenkbox entschieden, sodass wir, ja, es sind ja 8 Tarts. Ne? Genau, und das Einzige, von dem ich denke, das hat mich auf jeden Fall enttäuscht, ist der Coconut Splash. Davon habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und dass die Misty Mountains eher nichts für mich sind, das war abzusehen. Und dass ich bei Viva Havana jetzt nicht total aus dem Häuschen bin, das wusste ich auch. Aber bei beiden habe ich mir schon gedacht, dass es für meinen Schatz was ist. Und da habe ich ja jetzt auch nicht verloren. Ja, der hat letztens schon geschimpft, du hast so viele Gläser und das sind alles deine süßen Düfte und ich habe gar nichts. Ja, und deswegen gibt es dann auch bald dieses Gläschen. Da hat er nämlich was, wo er sich freuen kann. Wobei, ich habe ihn ja geschenkt, das hatte ich euch, glaube ich, auch gezeigt, zu diesem Cyber Sale. 3 solche mittleren Gläser. Und das eine ist das, wo alle für schwärmen, Lake Sunset. Ich gleich gesagt, er hat jetzt ein paar Gläser mitgebracht, weil er mehr hier ist. Lake Sunset bleibt zu Hause. Ich brauche diesen Duft wirklich nicht. Ich kann nichts mit Lake Sunset anfangen. Und der zweite ist Icicles, den mag ich auch. Und der dritte Bay Leaf Wreath oder irgendwie sowas. Sag ich immer, mach den an, wenn ich in der Schule bin. Ja, wenn ich bis Nachmittag weg bin, kann er den anmachen und dann soll er den bitte ausbreiten. Ja, so, wir müssen uns irgendwie einigen. Ja, dafür hat er sich ein bisschen mit Macaron Treats angefreundet. Aber so ein paar andere darf ich auch nicht unbedingt Lage anmachen. Man muss irgendwie Kompromisse eingehen. Jo. Das sind erstmal meine Neuzugänge. Es sind super schöne Düfte, die ich jetzt auch alle einsortieren kann und die ich auch alle jetzt mal ein bisschen anbrennen kann. Vor allem bei manchen Tarts freue ich mich auch schon drauf, die auseinander zu ruppen und auseinander zu schneiden und einzutüten und dann geht's los. Jo. So, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Freude mit meinen Düften. Und falls ihr irgendwelche Duftempfehlungen habt, ihr kennt jetzt auch schon langsam so ein bisschen meinen Geschmack, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles, sonniges Wetter. Sehr viel Spaß mit euren Düften. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar sommerliche Düfte, mit denen ihr euch den Tag versüßen könnt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.